Lieben, ich grüße euch ganz herzlich hier von der AIDA. Ich hoffe, trotz Windgeräusche, man kann mich einigermaßen verstehen. Und möchte gerade jemand hier vorbeigehen und dachte, ich filme in die andere Richtung. Ja, kleines Update hier von der AIDA. Ich nehme euch gleich mit auf eine kleine Reise hier, so einen kleinen Rundgang über die oder auf der AIDA, damit ihr mal so ein bisschen Eindruck bekommt. Für diejenigen von euch, die noch nie auf der AIDA waren, und möchte jetzt aber mal noch so meine persönlichen Eindrücke einfach mit euch, mit dir teilen. Mein Mann und ich, wir waren vor etwa 15, 16 Jahren schon mal ohne Kinder auf der AIDA, damals ja geschäftlich gesehen eingeladen. Wir waren damals in der Network-Marketing-Branche tätig und waren da eben eingeladen. Und ich hätte mir nie träumen lassen, dass wir mal mit der gesamten Family hier so einen wunderschönen Urlaub auf der AIDA verbringen können. Und ich möchte euch, dich jetzt einfach mal zur Ermutigung meine Gedanken mit dir teilen, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Denn ich habe im April 2015 mir ein Coaching geleistet mit einem meiner Mentoren. Der hatte mich so spontan gefragt, was denn so ein Wunsch von mir wäre. Und so ganz spontan habe ich da gesagt, das wäre schön, es sind Ferien und wir können einfach so spontan sagen, okay, wir gehen jetzt mal mit der gesamten Familie auf die AIDA und genießen da eine wunderbare Zeit. Und er hat mich darin ermutigt, mir eine Zielcollage zu machen, mir mein Ziel vor Augen zu halten. Es klingt vielleicht ein bisschen paradox, dass ich selbst ja als Coach, als Mentor da mit anderen Menschen über diese Ziele spreche, über die eigenen Ziele spreche, aber selbst ist man oftmals so ein bisschen gefangen. Und das ist mir heute nochmal so bewusst geworden, dass das im April 2015 war, wo ich als Coach quasi mir selbst einen Coach genommen hatte und er mit mir über meine Ziele gesprochen hat. Und nun, 2 Jahre später, ist es soweit, wobei es eigentlich 1 Jahr später schon soweit war. Denn letztes Jahr im Sommer habe ich diese Reise schon gebucht. Und dann kam so eins nach dem anderen einfach dazu, ortsunabhängig zu arbeiten. Ich habe nach 30 Jahren mich aus dem öffentlichen Dienst verabschiedet, bin nun völlig ortsunabhängig, online-technisch unterwegs und habe so viele Ziele erreicht inzwischen, nur weil ich mein Gehirn entsprechend, ja, ich sag mal, darauf wirklich trainiert habe, Tag für Tag an meinen Zielen zu arbeiten und wie ich einfach beobachte, wie mehr und mehr da in Bewegung kommt, wie mehr und mehr in Erfüllung geht und ich ständig auch dabei bin, meine Zielcollage zu erneuern. Und ich sage das jetzt hier nicht oder ich teile das jetzt nicht mit dir, um anzugeben, sondern ich möchte dich einfach dazu ermutigen, ganz, ganz gleich, in welcher Situation du dich gerade befindest. Es ist auch für dich möglich, wirklich, es ist auch für dich möglich, dir dein Leben nach deinem Herzen zu gestalten. Es stehen auch dir so viele Türe und Tore offen, um dich auf den Weg deines Herzens zu begeben. Du musst nur eines tun im Grunde genommen, eine kraftvolle Entscheidung treffen und an dich glauben und Tag für Tag, wirklich Tag für Tag, jede Minute, jede Sekunde, jede Stunde, jeden Tag an deinen Zielen arbeiten. Rückblickend gesehen habe ich die letzten Monate wirklich hart gearbeitet, also es war kein Pappenstiel jetzt hier, zu sagen, ich bin jetzt endgültig ortsunabhängig, online unterwegs, habe mein Business am Laufen und ja, kann auf diese Art und Weise anderen Menschen dienen. Das muss immer noch an erster Stelle stehen. Und damit fließt auch die entsprechende Geldenergie zu einem, um sich dann das Leben seines Herzens zu gestalten. Und das fängt alles wirklich mit einer kraftvollen Entscheidung an. Und da ist es wirklich völlig egal, in welcher Situation man sich gerade befindet. Mit der kraftvollen Entscheidung, den Weg seines Herzens zu beschreiten, da fängt alles an. Und damit möchte ich dich heute wirklich ermutigen. Und ja, vielleicht ist es ja auch für dich ein Ziel, mal auf so einem
Kreuzfahrtschiff ein paar Tage zu verbringen, es bietet wirklich alles, was das Herz begehrt. Wir waren heute so den ganzen Tag in der Sauna. Also ich habe heute wirklich den ganzen Tag so meine Seele baumeln lassen nach den anstrengenden Wochen in der letzten Zeit, wo ich so gefühlt Tag und Nacht wirklich ja, am Arbeiten war, am Wirken war. Ich sage jetzt mal ganz bewusst Wirken und weniger Arbeiten, weil es ja schon die Dinge sind, die ich machen möchte, auch in Zukunft machen möchte. Klar ist es ein Stück weit Arbeit, aber überwiegend ist es so ein Wirken, weil man Dinge macht, die vom Herzen kommen und anderen Menschen einfach helfen kann, da auch auf den Weg zu kommen. Das ist einfach der Unterschied, als irgendwo hinzugehen und nur des Geldes wegen Dinge zu machen. Ja, und diesen Luxus hier einfach zu erleben, wir haben ja jetzt so das krasse, die krassen Beispiele, die krasse Woche, letzte Woche, eine Woche nur in der Natur unterwegs überwiegend und jetzt so im Luxus zu sein, dann kann man es natürlich nochmal viel mehr genießen und wertschätzen und dankbar sein. Das ist auch eine wunderbare Erfahrung, die ich nicht missen möchte und die wir sicherlich auch nochmal machen werden, dass wir einfach so ohne jeglichen Luxus in der Natur unterwegs sein werden und jetzt dann eben so diesen Luxus hier auf diesem Kreuzfahrtschiff, ja, wo einem wirklich an nichts mangelt, wo an alles gedacht ist, auch wenn ich heute so, ja, auf dem Weg in die Sauna war, wo ich natürlich nicht filmen konnte, es ist auch da an alles gedacht, man braucht keine Handtücher mitschleppen, man braucht keine Mäntel mitschleppen, das findet man alles vor Ort, es ist da Obst jederzeit vor Ort überall, also auch als Rohköstler kann man es sich hier wirklich wunderbar gut gehen lassen, an Obst, frischem Obst und Gemüse ist jederzeit verfügbar, wobei ich jetzt für mich so ein bisschen auch für diese Woche die Entscheidung getroffen habe, mal komplett von der Rohkost abzuweichen, mal ganz bewusst. Auch ganz bewusst von dem Veganen abzuweichen. Ich ernähre mich jetzt hier vegetarisch, überwiegend rohköstlich, also der große Anteil liegt immer noch auf der Rohkost. Aber ich esse auch mal ein bisschen Käse, was ich auch ganz bewusst genieße jetzt. Ich merke zwar auch, dass es etwas verändert in meinem Körper, aber diese Woche habe ich jetzt einfach mal bewusst die Entscheidung getroffen, darf es mal sein und danach geht es dann eben auch anders wieder weiter. Ich muss jetzt wohl für mich einfach nochmal in der Richtung so die Erfahrung machen. Wir sind gerade dabei, Finnland anzusteuern, werden morgen früh um 9 Uhr in Kofka, heißt es glaube ich, in den Hafen einlaufen und dann an Bord, an Land gehen und uns da dieses Städtchen anschauen. Ja, werde ich euch auch nochmal gerne mitnehmen, euch ein paar Impressionen schenken. Aber zunächst gibt es jetzt noch ein paar Impressionen hier heute. Wo ich heute Morgen früh unterwegs war, wo kaum noch jemand hier auf dem Schiff unterwegs war, wo das Schiff fast noch geschlafen hat. Und ich möchte euch dazu ermutigen, auch mal anfangen zu träumen, euch auf den Weg eures Herzens zu begeben. Es ist zu jeder Zeit wirklich alles möglich. Ihr könnt zu jeder Zeit der Kapitän eures Schiffes werden. Und ja, nimm dir mal ein Blatt Papier und schreib einfach mal auf, was so deine Herzenswünsche, deine Herzensziele sind. Mach dir eine Zielcollage, genauso haben wir es ja auch gemacht oder habe ich es gemacht. Und begib dich auf deinen Weg. Und wenn du das Gefühl hast, ein Coach an deiner Seite ist hilfreich, was sicherlich hilfreich ist, einfach auch um Impulse von außen zu bekommen, dann gönn dir das. Es ist eine Investition in dich selbst, in deine eigene Persönlichkeitsentwicklung und ja, es macht einfach was mit einem. Okay, dann ja, viel Spaß jetzt beim kleinen Rundgang auf der AIDA, bei den Impressionen. Wir werden jetzt hier noch den Abend genießen. Die Sonne ist inzwischen untergegangen, es ist trotzdem noch hell hier und mal schauen, was uns jetzt hier noch an Bord erwartet heute Abend. Ich danke euch ganz herzlich für euer Dabeisein, wünsche dir eine wunderbare Zeit und sage dann tschüss, bis zum nächsten Video, deine Irmgard. Ciao, ciao, eine herzliche Umarmung.